Ich bin heute in Ludwigsburg unterwegs, an einer berühmten Messstation. Kann man hier sehen an der B27, die Messstation der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in der Schlossstraße. Und ich habe mitgebracht den Oliver Martin, FDP-Bundestagskandidaten im Wahlkreis Ludwigsburg. Wir kennen uns ja schon lange, weil wir sehr engagiert sind, ja auch im Thema ÖPNV, aber auch Bahn, auch Güterverkehre hier in der Region Stuttgart. Und das Problem war jetzt hier, dass ja ein Fahrverbot gedroht hat. Und Gott sei Dank hat gestern das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass es jetzt hier in Ludwigsburg keine Fahrverbote, keine Dieselfahrverbote gibt. Wir begrüßen das als FDP-Landtagsfraktion sehr stark. Auch deswegen, weil es total unverhältnismäßig gewesen wäre, solche Fahrverbote. Und ist ja auch ein deutlicher Fingerzeig auch Richtung Stuttgart ist, weil wir da auch die Fahrverbote für unverhältnismäßig halten. Aber die Frage ist, wie haben Sie das jetzt aufgenommen in Ludwigsburg? Das hat ja nicht nur die FDP, sondern auch viele Bürgerinnen und Bürger sehr gefreut, dass es keine Fahrverbote gibt. Also Fahrverbote scheinen vermeintlich die einfache Lösung zu sein, aber Fahrverbote bieten überhaupt keine Nachhaltigkeit. Die Straße hier ist durch nichts zu ersetzen, weil sie leider keine vergleichbare Straße in Umgebung hat. Sie ist notwendig für den Hauptdurchgangsverkehr, sie ist notwendig als Ausweichstrecke bei Staus auf der Bundesautobahn. Und Nachhaltigkeit erzielen wir dadurch, dass wir versuchen, durch intelligente Verkehrsflussregelungen den Verkehr flüssig durch die Stadt zu führen, dadurch die Abgase, die Emissionen zu reduzieren. Das scheint zunächst mal anspruchsvoller zu sein, aber wenn wir Nachhaltigkeit wollen, dann sind oft die einfachen oder vermeintlich einfachen Lösungen nicht die richtigen Lösungen. Und das ist ja auch das, was immer die Freien Demokraten von politischen Mitbewerbern unterscheidet. Denken wir zum Beispiel an die CDU oder die Grünen, die diese reflektierte Vorgehensweise teilweise nie so haben. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man hier nochmal darauf Wert legt, dass man mit vernünftigen, durchdachten, aber auch digitalen Lösungen bei der Verkehrsleitung hier auch speziell an der B27 sehr viel erreichen wird. Deswegen schön, dass wir uns hier getroffen haben. Und wir sollten auch gemeinsam das hier im Blick behalten, weil es ist wichtig, dass nicht die Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Auf der einen Seite Autofahrer oder Fahrradfahrer oder Benutzer vom ÖPNV. Was uns ganz wichtig ist, auch als Landtagsfraktion, dass wir diese Verkehrsträger miteinander noch kombinierbarer machen, dass wir aber nicht Angebote schaffen, die gar niemand haben will oder die nicht nachgefragt werden. Deswegen vielen Dank, dass ich heute hier sein konnte.